back from the dead. Samstag, der 8. September 2018 und willkommen zur neuen Episode des Fortnite Daily Shops. Und wir haben neue Feature drin, auch neue, die wir noch gar nicht gesehen haben. Ich würde sagen, wir schauen mal direkt rein. Und ihr seht schon, die Medics sind endlich am Start, also Support Squadron ist am Start. Hier sehen wir den Triad Trooper, wer meine Leak-Videos gesehen hat, der wusste schon, was ungefähr kommt. Jetzt sehen wir den nochmal hier in Aktion. Wir zoomen mal ein bisschen näher ran. Ja, auch mit seinem Backpack hier, mit dem Care Package. Ziemlich nice Skin, muss man sagen. Die weibliche Version Field Surgeon ist auch am Start. Oh, guck mal hinten, die Räder, die wackeln sogar. Richtig nice. Finde ich gut, wenn solche Kleinigkeiten eingebaut werden. Und die hat auch eine Brille auf, die ist aber durchsichtig. Hier kann man die Augen wenigstens sehen. Ja, sieht schon nice aus, oder? So ein Rettungsteam in der Not. Das heißt, wenn ihr so Spieler seid, die gerne eure Teammates holen, auf jeden Fall nice. Und 1500 V-Bucks finde ich auch in Ordnung für den Preis, muss ich sagen. Dann haben wir Flatliner und den habe ich ja schon in den Leak-Videos ernannt zu einem der besten Harvesting-Tools, die drin sind im Spiel. 800 V-Bucks. Ihr seht hier, bewegt sich so der Slurp-Juice drin. Ich würde mal sagen, das ist der Slurp-Juice. Würde ich mal ganz klar behaupten, bin nicht ganz sicher, aber sieht auf jeden Fall stark danach aus. Für 800 V-Bucks und wir haben Airlift drin für 1200. Und das, was ich noch erwähnt habe, ist tatsächlich, oh, guck mal, hier vorne noch mit einer Kamera drin, ist tatsächlich drin. Und zwar, die Rotoren bewegen sich. Und das finde ich absolut nice, denn sowas gab es noch nicht. Sowas gab es wirklich noch nicht in dieser Art und Weise. Deswegen schon auf jeden Fall eine Überlegung wert, den zu holen vielleicht. 1200 V-Bucks ist natürlich eine Menge. Nox und Harald, gegrüßt hat die beiden. Sieht nice aus, muss ich sagen. Eure Meinung mal, was ihr von dem ganzen Set haltet. Und wir haben tatsächlich nochmal Wildcard drin für einen Tag. Haben wir ja gestern ausführlich nochmal beschrieben. Alle wissen wahrscheinlich mittlerweile, wie der ist und wie die Customizable Options sind. Genauso wie Safecracker für 800. Also das Set bleibt dann auch nochmal drin. Bei den Dailies, ja, angefangen mit Hazard Agent, ist absolut nicht mein Fall. Ich mag irgendwie dieses Set nicht, dieses Outbreak-Set. Absolut hässlich aus meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, also müsst ihr mal selber entscheiden. War vor 23 Tagen das letzte Mal drin. Auch 1500, da würde ich lieber das Geld ausgeben für einen der neuen Skins. Dann haben wir Warthog drin für 500. Der war zuletzt auch vor 32 Tagen drin. Also rotiert auch immer wieder rein. Dann haben wir Star Power für 800. War zuletzt vor 25 Tagen drin. Ja, und On the Hook für 500. War zuletzt vor 47 Tagen drin. Falls ihr euch noch erinnern könnt. Schon ein bisschen länger her. Zack. Schon nice. Auch die Gesten. Absolut nice. Also, ja, schreibt mal rein, was ihr euch gegönnt habt. Mein Favorite heute natürlich ganz klar das ganze Set hier. Das ganze Support-Squadron-Set ist natürlich richtig nice. Weibliche Version finde ich einen Tick besser als die männliche Version, muss ich sagen. Flatliner ist ein geiles Harvesting-Tool und tatsächlich auch Airlift ist ein richtig geiler Gleiter, muss ich sagen, mit dem bewegenden Propeller. Das ist wirklich ein geiles Detail dabei. Und ja, 1500 für den Skin geht eigentlich klar. 800 für das Harvesting-Tool ist auch in Ordnung. 1200 für den Gleiter ist ein bisschen teuer. Aber man muss sagen, der bewegt sich. Da seid ihr insgesamt bei 3500 V-Bucks. Ist eine Menge Kohle, wenn ihr jetzt gesamt das gesamte Set holen wollt. Aber ich muss sagen, alle sind ziemlich geil, alle Sachen. Ja, wie gesagt, mein Favorite. Und ich bin gebeten worden, eventuell mal das ein oder andere mal einzubauen. So den Shop zu raten von 1 bis 10, würde ich sagen. Und ich würde sagen, bei 10 ist das Höchste, 1 ist das Niedrigste. Würde ich sagen, sind wir hier so bei einer, ich würde sagen, bei einer 7, bei einer soliden 7. Weil Airlift, wie gesagt, gefällt mir übelst nice und Flatline auch. Die Skins sind nicht ganz so mein Fall, sind cool, aber nicht ganz so mein Fall. Also würde ich sagen, eine glatte 7. Aber schreibt mal rein, was ihr dem Shop geben würdet. Von 1 bis 10 können wir mal einführen. Ist, glaube ich, ein bisschen besser, damit alle das verstehen. Und ja, wenn ihr das Video cool fand, lasst ein Like da, lasst ein Sub da. Und dann sehen wir uns morgen zur neuen Episode. Also, bis dahin. Ciao, ciao.